Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Giftcast zu Friends Glitch. Warum ist dieser Giftcast zu Friends Glitch so heftig? Naja, wenn ihr einmal in diesem gewissen verglitschten Modus drin seid, könnt ihr alle 2 bis 3 Minuten ein Fahrzeug von eurem Freund bekommen. Und das ist wiederum, je nachdem, ein richtig heftiger Money Glitch. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die mich noch überhaupt nicht abonniert haben, abonniert mich! Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch da direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einen Bunker inklusive MOC. Im MOC im dritten Abteil braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und im Lager für persönliche Fahrzeuge sollte ein Faccio-Roller drin stehen. Aber es kann auch ein LG sein, irgendein Fahrzeug, was ihr verlieren könnt. Außerdem braucht ihr auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt und optimalerweise hat euer Freund auch natürlich das Fahrzeug, was ihr haben möchtet. Außerdem braucht ihr auch noch einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, nehmt freies Ziel. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Außerdem braucht ihr auch noch einen Nachtclub mit der B1 und B2 Garage. Und ihr braucht noch einen Faccio-Roller oder LG in irgendeiner anderen Garage, aber Hauptsache nicht im Clubhaus. Und dieser ganze Glitch findet in einer Einladungssitzung statt. Das ist wiederum sehr wichtig, dass es in einer Einladungssitzung ist. Also ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt mit dem Glitch an. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in dieser gewissen Einladungssitzung und euer Freund startet als erstes über Schneller Job die Aktivität Darts. Denn es ist ganz wichtig, Leute, dass euer Freund auch wirklich in Darts drin ist. Das seht ihr auch hier unten. Sobald da nicht mal steht, Lobby wird gesucht, sondern dass da steht, Lobby wird gefüllt und da steht auch meistens eine Anzahl, wie viele Leute schon da drin sind. Wenn das bei eurem Freund geklappt hat, kann euer Freund sagen, yo, ich bin jetzt hier drin, du kannst starten. So, jetzt bin ich jetzt meiner Ansicht so gesehen, denn jetzt gehen wir erstmal in den Nachtclub rein und gehen in B1 rein. Sind wir in B1 angekommen, laufen wir jetzt zu unserem Aufzug. Seid ihr bei einem Aufzug angekommen, bleibt erstmal stehen, denn als erstes drücken wir die PlayStation-Taste und treten unserem Freund erstmal bei. Die erste Meldung, die sich laden wird, ist ja die Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr dem beitreten möchtet. Hier drückt jetzt Kreis, denn wir brechen jetzt diese Meldung ab, denn wir haben jetzt erstmal vorgeladen. Denn jetzt gehen wir in den Aufzug rein und drücken auf B2 Garage. Und sobald ihr diesen Ladescreen seht, drückt ihr die doppelte PlayStation-Taste, tritt eurem Freund bei und diesmal bestätigt ihr alle Meldungen mit X. Habt ihr alle Meldungen mit X bestätigt, werdet ihr kurz oder später in der B2 Garage spawnen, aber ohne Minimap. Habt ihr keine Minimap? Nehmt jetzt aber irgendein Auto und fahrt aus der Nachtclub-Garage raus. Seid ihr draußen gespawnt, fahrt ihr einfach wieder zurück in die B2-Garage mit dem Auto. Und Leute, wenn jetzt alles funktioniert habt, müsstet ihr jetzt einen richtig verbuggten Ladescreen sehen. Wenn ihr das so habt wie ich, Leute, drückt einfach Dreieck. Denn danach solltet ihr aus dem Auto aussteigen und fahrt durch die Map. Und sobald ihr oben gespawnt seid, Leute, seid ihr in den Modus drin für den Giftcast zu Friends und wir können es richtig zum Duplizieren gehen. Denn als nächstes trefft ihr euch mit eurem Freund an diesem gewissen Punkt, den ich euch jetzt hier zeige. Denn dieser Giftcast zu Friends muss hier sein. Das werde ich euch später erklären, warum, aber genau an diesem Punkt muss der Giftcast zu Friends stattfinden. Euer Freund kann jetzt mittlerweile wieder aus dem General Job Menü rausgehen. Seid ihr beide an der Location angekommen, fordert ihr jetzt euren MOC an. Habt ihr euren MOC angefordert, könnt ihr auch direkt euren Faccio-Roller aus MOC anfordern. Habt ihr beides angefordert, steigt euer Freund mit euch auf euren Faccio-Roller. So, euer Freund tut jetzt folgendes. Er drückt jetzt die Optionstaste, geht auf Online und geht dann auf Sharkcuts kaufen, sodass er in diesem Kaufmenü drin ist. Denn als nächstes fahrt ihr dann jetzt mit dem Faccio-Roller in eurem MOC und durch die rechte Pfeiltaste. Und ihr werdet merken, Leute, dass ihr gefroren seid für 2 bis 3 Sekunden. Denn nach 2 bis 3 Sekunden wird euer Freund vom Faccio-Roller einfach rausgekickt. Wurde euer Freund rausgekickt, konnte eurem Freund sagen, ey, du kannst wieder rauskommen und ihr Leute fahrt jetzt einfach zurück mit eurem Fahrzeug, denn wir brauchen gleich den blauen Kreis. Als nächstes lehnt sich euer Freund gegen euer MOC, so wie ihr es hier gerade seht. Denn ihr steigt jetzt von eurem Faccio-Roller ab, lauft jetzt dahin, wenn ihr den blauen Kreis seht. Falls ihr ihn nicht seht, müsst ihr nochmal wieder aufsteigen, nochmal weiter zurückfahren. Auf jeden Fall geht jetzt zu Fuß um eurem MOC hin und drückt die rechte Pfeiltaste, dass ihr beitreten möchtet. Und ihr werdet jetzt alleine beitreten aus, Leute. Das ist wiederum ganz wichtig, dass ihr alleine beitreten auswählt. Ihr werdet jetzt einen endlosen Ladescreen bekommen. Woran merkt ihr, dass ihr einen endlosen Ladescreen habt? Ihr seht es, dass ihr unten rechts eine weiße Ladeschnecke habt, aber dass da nicht steht Ladevorgang. Denn als nächstes öffnet ihr das PlayStation-Menü und suchen jemanden raus, der GTA spielt. Sprich in irgendeiner Community oder Freundesliste. Habt ihr jemanden Kunden, der GTA spielt, müssen wir jetzt erstmal herausfinden, ob der einen anderen Zielmodus hat. Sprich, wir treten hier jetzt bei. Die erste Meldung, die sich laden wird, ist ja die Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Hier drückt ihr gar nichts, Leute. Wirklich gar nichts. Denn wir drücken nochmal die doppelte PlayStation-Taste und treten der Person nochmal bei. Und falls ihr einen anderen Zielmodus habt wie ihr, sollte sich jetzt die Meldung geändert haben. Denn jetzt müsste da stehen, möchtest du den Zielmodus ändern?
Falls diese Meldung bei euch nicht kommt, hat der besagte Spieler den gleichen Zielmodus wie ihr und ihr müsst euch jemanden anderen suchen. Gut, in meinem Fall habe ich jemanden gefunden, der einen anderen Zielmodus hat, denn jetzt drückt ihr Kreis und ihr seid auf einmal unsichtbar. Denn jetzt seht ihr auch den Grund, warum das Ganze hier stattfinden soll, denn bei diesem Glitch werdet ihr immer hier auf der Straße spawnen, wenn ihr unsichtbar werdet. Genau jedes Mal, egal wo aus der Map, denn hier werdet ihr immer spawnen, deswegen müsst ihr mit eurem MOC, mit dem ganzen Zeug hier sein. Und jetzt muss es schnell gehen, Leute, denn ihr müsst es zum Fahrzeug hinrennen, was ihr haben möchtet und steigt einfach ein. Und sobald ihr eingestiegen seid, boom, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Und als nächstes, Leute, verlasst ihr den MOC zu Fuß. Das ist ganz wichtig, damit ihr gleich direkt noch ein Fahrzeug bekommen könnt. Denn als nächstes, Leute, fordert ihr euren Faccio-Roller aus irgendeiner Garage an. Und ganz wichtig, Leute, der Faccio-Roller darf nicht aus dem Clubhaus sein. Habt euren Faccio-Roller angefordert, steigt euer Freund wieder auf. Und ja, Leute, ihr merkt schon, das ist jetzt wieder genau der gleiche Schritt. Ne? Sprich, euer Freund geht jetzt wieder in das Shortcuts-Kaufmenü rein und ihr fahrt jetzt zum MOC. Sobald euer Freund drin ist, drückt ihr die rechte Pfeiltaste. Der einzige Unterschied ist jetzt natürlich, dass euer MOC jetzt voll ist. Diese Meldung müsst ihr einfach nur mit X bestätigen und dann ist es schon wieder das gleiche. Denn euer Freund wird jetzt natürlich wieder vom Faccio-Roller runtergekickt. Ihr sagt eurem Freund Bescheid, ey, yo, du wurdest runtergekickt. Ihr fahrt dann jetzt natürlich wieder zurück. Steigt aus, euer Freund lehnt sich gegen euer MOC, ihr geht zum MOC zu Fuß, drückt die rechte Pfeiltaste, geht auf alleine beitreten, ihr werdet wieder einen endlosen Ladescreen bekommen und wir müssen uns jetzt natürlich jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Sprich, wir suchen jemanden raus, der GTA spielt aus einer Freundes- oder Community-Liste. Die erste Meldung drückt ja natürlich wiederum gar nichts, denn wir müssen gucken, ob ihr einen anderen Zielmodus habt, sprich, die treten jetzt nochmal bei. Und falls jetzt da steht, ob ihr den Zielmodus ändern möchtet, hat er einen anderen Zielmodus, wenn nicht, hat er leider den gleichen wie ihr und müsst jemand anderen suchen. Auf jeden Fall drückt ihr jetzt hier wieder Kreis und ihr seid jetzt wieder unsichtbar und steigt in das Fahrzeug ein, was ihr wieder haben wollt, was euer Freund in Zwischenzeit natürlich für euch bestellt habt. Und so weit könnt ihr es immer und immer und immer wieder weiter wiederholen, solange ihr Faccio-Roller in irgendeiner Garage stehen habt, außer im Clubhaus. Und das war schon, Leute. Das war schon der Giftcast für Friends Glitch. Der war eigentlich relativ einfach. Und Leute, falls ihr die Fahrzeuge verkaufen möchtet, mein Tipp, ihr braucht das gleiche Nummernschild, was euer Freund habt, damit das keine dreckige Kopien sind, denn generell sind alle Kopien dreckige Kopien. Deswegen müsst ihr da ein bisschen aufpassen mit dem Verkaufen, aber generell könnt ihr sie verkaufen. Nur nicht in großen Massen. Und hier, Leute, zeige ich euch nochmal, dass der Insurgent Pickup, den ich mir gerade von meinem Freund geholt habe, jetzt wirklich auch umgeparkt ist und ich ihn jetzt nicht gelöscht habe aus Versehen. Sprich, damit ihr keine Sorgen habt, wenn ihr immer und immer wieder direkt hintereinander glitscht. Aber Leute, wenn euch das kleine Glitch-Video gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und Leute, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich, ihr seht doch, wie geil das hier ist. Deswegen, ich bin mal raus, Leute, euer Wombat. Ciao.